Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Wanzner, Sie selbst, aber auch die Fraktion sollte sich für sich wirklich schämen. Demonstrationsrecht gilt in dieser Stadt für alle Menschen, auch für die Flüchtlinge am Oranienplatz. Sie sind für die Situation, für die menschenunwürdige Zustände, für die unhumane Flüchtlingspolitik und für die unmenschliche Unterbringung der Flüchtlinge in dieser Stadt mitverantwortlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Morgen ist das Infozelt der Flüchtlinge auf dem Oranienplatz angezündet worden. Diese erschreckende Tat zeigt uns, dass Flüchtlinge in Berlin immer noch in Angst leben müssen. Es ist nun zu hoffen, dass alles getan wird, um diese Tat aufzuklären und dass die Polizei alles tut, um die Flüchtlinge zu schützen. Umso trauriger ist vor diesem Hintergrund, was sich derzeit in der Berliner Flüchtlingspolitik tatsächlich tut. Da haben sich Flüchtlinge aus ganz Deutschland aufgetan, um am Berliner Oranienplatz für ein Bleiberecht und eine andere Asylpolitik zu demonstrieren. Nach einer Besetzung von 1,5 Jahren räumten die Flüchtlinge schließlich das Camp, da ihnen feste Unterkünfte und ein Abschiebeschutz bis zu ausländerrechtlichen Einzelfallprüfungen versprochen wurden. Wir haben bereits damals darauf aufmerksam gemacht, dass die Vereinbarung der Integrationssenatorin Dile Kollat mit den Flüchtlingen keineswegs eine solide Basis für einen vertrauensvollen Umgang beider Seiten miteinander darstellt. Und heute, mehr als 3 Monate nach der Vereinbarung, sehen wir sehr deutlich, dass wir leider recht hatten, als wir gesagt haben, die Vereinbarung stinkt. Wie weit ist der Senat inzwischen mit den zugesagten Einzelfallprüfungen? Woche für Woche bekommen wir zu hören, dass damit noch in dieser Woche begonnen werden soll. Darüber hinaus erreichen uns zahlreiche Meldungen über Flüchtlinge vom O-Platz, die trotz Senatsvereinbarung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Abschiebebescheid erhalten haben. Auch der Fall des 27-jährigen nigerianischen Flüchtlings, der kürzlich seine Abschiebung aus Sachsen-Anhalt nach Italien nur durch Gerichtsbeschluss knapp entkommen konnte, hat uns verdeutlicht, mit welcher Ernsthaftigkeit der Berliner Senat mit seinen Versprechen umgeht. Mit Bezug auf diesen Fall erklärte die Berliner Integrationsbeauftragte Monika Lücke in der Berliner Morgenpost von vor einer Woche: Es ist schwierig, einem Flüchtling außerhalb des eigenen Geltungsbereiches zu helfen. Die Integrationssenatorin legt ja noch eins drauf. Zitat: Nicht jeder, der nach Berlin kommt und sich auf einen Platz setzt, hat auch ein Recht, in Berlin zu bleiben, sagte sie. Und Zitat: Alle anderen Proteste, die es in der Stadt gibt, muss man schnell wieder auflösen. Frau Senatorin Kollat, Sie haben sich wohl in Ihrer Funktion geirrt. Sie sind Integrationssenatorin und nicht Innensenatorin. Und was macht eigentlich der Innensenator, der nicht gerade im Raum ist? Die Vertretung sitzt ja hier. Bis jetzt haben Sie sich nichts dazu geäußert, was Sie tun, um die Vereinbarung umzusetzen, Herr Krömer. Und wenn wir von Ausreiseaufforderungen der Ausländerbehörde hören, dann drängt sich eher der Eindruck auf, dass Sie die Vereinbarung, die Frau Kollat ausgehandelt hat, sabotieren. Wir wollen hier Klarheit für die Flüchtlinge haben, und deshalb liegt Ihnen unser Antrag vor. Auch die Flüchtlinge in der besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule werden allein gelassen. 200 Geflüchtete, die sich aus Angst vor einer Abschiebung nicht haben registrieren lassen, warten immer noch vergeblich auf eine Unterbringung. Der regierende Bürgermeister hat hier Frau Radziwill im Parlament erklärt, dass Berlin in Not geratenen Menschen hilft und ihnen zeigt, dass sie willkommen sind. Er hat dabei auch klargemacht, dass die Vereinbarung auch für die Menschen aus der Gerhard-Hauptmann-Schule gelten muss. Und was ist gefolgt aus den Worten des Regierenden? Bislang nichts. Meine Damen und Herren, Berlin vergisst sein Versprechen.
Aber zu einer Demokratie gehört eben auch immer eine Opposition, die die Regierenden an ihr Geschwätz von gestern erinnert. Das sehen wir wiederum als unsere Verpflichtung an und fordern den Senat auf, die Flüchtlinge nicht auf halbe Strecke links liegen zu lassen. Halten Sie Ihre Versprechen und bieten Sie den Flüchtlingen ordentliche Unterkünfte. Sorgen Sie dafür, dass die Flüchtlinge nicht mehr mit einer bevorstehenden Abschiebung bedroht werden, und bieten Sie ihnen menschenwürdige Umstände bis zum Abschluss ihrer Einzelfallprüfung und darüber hinaus. Herzlichen Dank.